Hallo ihr Lieben, hier ist Birgit von Stempelbund. Heute habe ich mal kein Bastelvideo für euch. Ich möchte euch heute meine Geburtstagspost zeigen. Ich hatte vor ein paar Tagen Geburtstag und da haben mich ganz viele liebe Grüße erreicht, auch postalisch, was ich immer sehr schön finde, weil ja in Zeiten von WhatsApp und E-Mail einfach immer darauf zurückgegriffen wird und ich finde es halt immer schön, wenn man den Briefkasten aufmacht und dann seine Geburtstagspost da rausholen darf. Und ich habe mir überlegt, ich zeige euch diese Karten einfach mal, die sind alle so schön und vielleicht ist es ja einfach eine Ideenkiste für euch, wo ihr die ein oder andere Inspiration für euch dann umsetzen könnt oder euch holen könnt. Genau, starten möchte ich mit dieser Karte, die habe ich aus meiner Familie erhalten. Und das ist mit den Stanzformen Gartentor gemacht. Kann man also auch hier so aufmachen. Und ja, wie ich finde, eine tolle Kombination. Ist ein älteres DSP, aber ihr seht, man kann das immer schön miteinander kombinieren. Und es ist doch wirklich eine süße und sommerliche Idee. Genau. Die Karte, die nächste, ist diese. Das ist so ein kleines Vogelhäuschen. Die habe ich von meiner Schwester Ilona bekommen. Passendes kleines Geschenk noch dazu, ist auch ein älteres DSP, aber ich finde, das macht immer gar nichts. Man darf ruhig die alten Sachen auch mal aufbrauchen und ja, zu den Vögeln passt eben diese Kartenform ganz besonders gut. Genau, die nächste Karte kommt auch aus der Verwandtschaft von meiner lieben Schwägerin Efi. Efi hat auch einen Blog, da könnt ihr mal vorbeigucken, efistempelt.blogspot.com. Schaut doch da einfach mal vorbei, die macht auch ganz tolle Sachen und freut sich über euren Besuch. Und sie hat die Sonnenblumen genommen aus dem neuen Jahreskatalog und ja, eine wirklich schöne Karte. Der Spruch ist auch wirklich schön, der passt auch immer und zu jeder Gelegenheit. Ganz lieben Dank dafür. Die nächste Karte kommt von der Sandra. Sandra ist ein Teamie von mir und die hat diese Karte gestaltet, die kann man dann hier so aufklappen, auch wunderschön gemacht, ist auch ein älteres Set, aber die Grundidee ist eben schön und die kann man zu jeder Gelegenheit auch wieder umsetzen. Auch dafür ganz herzlichen Dank, sind auch übrigens meine Farben, Pink und Grün, sehr schön. Ich sage jetzt auch immer nur die Vornamen, die Leute wissen ja schon, wer welche Karte geschickt hat und ja, finde das einfach nur fair. Genau, diese Karte kommt von der lieben, jetzt muss ich spicken, von der lieben Karin, genau. Ist auch wunderschön mit den gestitchten Rechtecken und dem Gänseblümchen und ja, wirkt für sich ganz toll, auch mit diesem Rot. Macht einfach Spaß, da drauf zu gucken. Genau. Die nächste Karte kommt auch von meinem Teamie Tanja. Das ist diese Art. Finde ich auch schön hier mit diesen Dreiecken und dann eben in der Mitte kommt der Spruch. Noch ein paar Glitzersteinchen drauf. Ihr seht, es muss nicht immer viel sein, aber die Karte wirkt trotzdem auch schön. Und ich habe mich wahnsinnig auch über deinen Besuch gefreut, liebe Tanja. War eine Überraschung. Genau. Also, wie gesagt, manchmal muss es gar nicht viel sein und das wirkt für sich. Dann die nächste Karte kommt von meiner Kundin Ilona. Und das ist eine wirklich tolle Karte. Wie ihr seht, das ist so im Vintage-Look und hat auch irgendwie so eine Lackoptik. Und da sind echte Gräser und ein echtes Gänseblümchen getrocknet mit aufgeklebt. Und das macht diese Karte so ganz besonders. Ich mag das total, habe mich sehr drüber gefreut. Ist mal was ganz anderes, finde ich total schön. Vielleicht wollt ihr das ja auch mal nachmachen. Wirklich süß. Die nächste Karte kommt auch von einer Kundin. Die ist mir in so einer Postkartenform gestaltet von der lieben Traudel. Und die Traudel hat Jar of Flowers hier verwendet, die Stanzform und den Schmetterling und auch die Blumen, die hat sie ausgemalt und hat mir noch eine Kleinigkeit mit ins Päckchen gelegt. Habe mich sehr darüber gefreut und werde es mir schmecken lassen. Genau. Ganz lieben Dank. Die nächste Karte kommt von meiner Ablein, von der Sonja Schulte. Die hat mir diesen Luftballon zum Geburtstag geschickt. Auch ganz süß, der Stempel. Ich mag den auch total. Den findet ihr auch in der Anfängerbroschüre.
Da ist er auch mit verwendet. Auch meine Farben wieder in Pink. Genau. Ganz lieben Dank. Die nächste Karte kommt von der lieben Christine, auch eine Kundin von mir. Die hat hier so eine Switch-Off-Karte gemacht. Auch ein älteres DSP, aber es wirkt wunderschön, auch in dieser Farbkombination miteinander. Die Schmetterlinge drauf und ganz liebe Wünsche hat sie mir noch geschickt. Hat mich sehr gefreut. Genau, geht immer diese Kartenform, finde die total schön. Und immer was Besonderes. Und derjenige kann sich halt dann eben auch aufstellen und längere Zeit angucken. Genau, die nächste Karte, die ist auch ganz toll, das ist so eine Treppenkarte. Die kommt von der lieben Silke. Und auch dir, liebe Silke, ganz herzlichen Dank für die Karte und die lieben Worte, die du draufgeschrieben hast. Hat mich sehr gefreut und ja, werde mir die Karten auch an geeigneter Stelle dann auch hinhängen bzw. hinstellen, damit ich immer ein bisschen was davon habe. Genau, ganz lieben Dank. Auch ältere Sachen, ne? Aber es wirkt so schön, auch das Gänseblümchen, das ist ja noch aktuell, wirklich schön, auch in der Kombination dann wieder mit den Bienchen. Eine sommerliche Karte, passend zum Sommergeburtstag. Die nächste Karte kommt auch von einem Teamie, von der lieben Christina. Und die Christina hat das Set, das gibt es ja leider nicht mehr, das war jetzt noch im Ausverkauf eine ganze Zeit lang, Everything is Rosy. Und ja, das hat einfach dieses ganz tolle Designerpapier. Und auch hier ist nicht viel drauf, aber die Karte wirkt trotzdem für sich. Und ja, fällt mir sehr gut, habe mich sehr drüber gefreut. Vielleicht auch eine Idee für euch, wenn ihr noch vielleicht so ein paar DSP-Reste habt oder einfach mal nicht wisst, wie ihr die Karte gestalten sollt. Das ist doch eine schöne Idee, das einfach so umzusetzen. Genau, die nächste Karte kommt von meiner lieben Kundin Gabi. Die Gabi hat die Mondblüten verwendet. Heute soll es Konfetti regnen und da habe ich mich sehr drüber gefreut, wo die Karte kam, auch das eine sommerlich leichte, schöne Karte, wie ich finde. Ganz lieben Dank dafür. Die nächste Karte kommt auch von einer Kundin, auch wunderschön, von der lieben Christina. Und die Christina hat im Vintage-Look gearbeitet und war sich gar nicht so sicher, ob mir das überhaupt gefällt, wie sie mir später geschrieben hat. Ja, ich finde sie total toll. Ich mag das total, dieses Vintage. Mach's viel zu selten selbst, aber ich freue mich, wenn ich sowas geschenkt bekomme. Genau, Gold embossed und dann noch koloriert. Also wirklich eine wunderschöne Karte. Ganz lieben Dank dafür. Die nächste Karte kommt von meinem Teamie Vero. Und die Vero hat mir eine Torte geschickt, die geht immer. Und ja, hat hier noch die Schnörkel verwendet, hat geprägt und ein bisschen Goldglitter, so wie es aussieht. Ein kleiner Spruch und eben, ja, die Stanzform spricht ja für sich, schön koloriert. Und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Vielen lieben Dank. Die nächste Karte, die kommt auch von meinem Teamie. Der lieben Melanie. Die Melanie hat auch einen Blog, www.melestekreativ.de oder com. Oh, ich blende es euch hier unten nochmal schnell ein. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie die Endung ist. Und die Melanie ist auch erst gestartet, macht aber ganz tolle Sachen und würde sich über einen Besuch auf ihrem Blog auch ganz arg freuen. Hat übrigens auch eine Facebook-Gruppe, wenn ihr da aktiv seid. Genau. Die hat hier die Stanze Briefmarke genommen und das passende Stempelset dazu koloriert. Und hinten ist grün, das mag ich ja auch sehr. Also auch eine sehr gelungene Karte. Vielen Dank dafür, liebe Melanie. Die nächste Karte ist auch von einem Teamie. Und das ist auch hier so eine Special-Karte, diese Zickzack-Karte. Die kommt von der lieben Manu. Und die hat hier die Meerjungfrau verwendet und dann eben die Karte dementsprechend gestaltet. Habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Liebe Grüße an alle. Die nächste Karte kommt auch wieder von einem Teamie, von der lieben Silke und ihrem Mann. Und Silke hat auch einen Blog und der heißt www.kreativ-sinn.de. Da findet ihr auch ganz tolle Karten und Anregungen. Schaut einfach auch da mal vorbei. Freuen sich alle, wenn ihr guckt. Genau. Und die hat hier das Very Versailles
verwendet hinten und ein paar Sprenkel und ein paar kleine Blüten und auch in den Sommerfarben Orange. Und ja, sehr schön. Hat mich sehr darüber gefreut. Vielen Dank. Die nächste Karte kommt von der lieben Karin und sie hat hier vorne die Blüten 3D aufgeklebt, koloriert, ein Spruch dazu und dann hier, das ist kein Stempel, das ist irgendwo ausgeschnitten, vielleicht auch aus einer Postkarte oder so und hat da damit eine neue Karte kreiert und das geht selbstverständlich auch. Man kann es ja dann entsprechend ergänzen. Auch in frischen Farben, sehr schön. Vielen Dank dafür. Die nächste Karte kommt von der lieben Katrin. Katrin ist auch ein Teamie von mir. Und die hat hier einfach verschiedene Stempelabdrücke, hat sie ihr eigenes DSP gestaltet, kleinen Spruch drauf und auch innen drin hat sie es dementsprechend nochmal gestempelt. Und ja, wie ich finde, auch eine schöne Arbeit. Mag das, auch meine Lieblingsfarbe grün wieder dabei. Sehr schön, vielen lieben Dank. Die nächste Karte kommt von einer Kundin, von der lieben Monika. Und die Monika hat hier auch die Mondblüten verwendet, aber hat die embossed und dann mit Aquarellstiften, würde ich sagen, oder mit einem Aquarellpinsel koloriert. Und das gibt eben einen ganz tollen Effekt. Ich finde eine wirklich schöne Karte und den Spruch noch dazu. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Genau, vielen lieben Dank. Die nächste Karte kommt wieder von einem Teamie von mir, von der lieben Gabi. Und die Gabi hat die Sonnenblumen verwendet und die passen einfach in diese Jahreszeit. Es blüht ja jetzt auch auf dem Feld draußen oder auch im Garten blühen ja die Sonnenblumen und sind einfach immer so gute Launeblumen, wie ich finde. Wenn man da drauf guckt, kann man einfach gar keine schlechte Laune haben. Und die Farben sind so schön und da hat sie eben verschiedene Elemente auch, hat teilweise geprägt und ausgestanzt. Und gestempelt und ja, eine schöne Kombination, wie ich finde. Ganz lieben Dank. Die nächste Karte kommt von meiner Kundin Elvira. Die wohnt hier ganz in meiner Nähe. Wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Und auch diese Karte finde ich toll. Ich liebe ja so, wenn es so reduziert ist. Ich mag das ja total. Und da hat sie eben einen Ring, in Anführungsstrichen, aus Designerpapier ausgestanzt und dann einfach nur mit diesen Blüten ergänzt, ein paar Sprenkler hinten als Hintergrund und ein Spruch und schon ist eine schöne, wirklich schöne Karte fertig. Auch wieder in der Powerfarbe Orange, passend zum Sommer. Sehr schön. Die nächste Karte kommt von der lieben Annette. Und die Annette hat mir dazu noch ein ganz tolles Geschenk gemacht. Zwei Möwen. Die sind der Knaller, aber ich wollte jetzt die ganzen Geschenke nicht auch noch zeigen. Euch die Karten wenigstens zeigen. Und die hat eben diese Effektkarte gemacht, auch mit einem älteren Designerpapier, aber eben passend zum Thema Möwe und Meer. Und ja, die beiden Möwen sitzen jetzt bei mir auf dem Schrank und ich habe jeden Tag so einen Spaß, wenn ich sie mir angucke. Eine wirklich süße Idee, liebe Annette. Hat mich ganz arg darüber gefreut. Genau, und das war eben die passende Karte dazu, themenbezogen. Genau, die nächste Karte kommt auch wieder von zwei Teamies von mir, von der Michaela und von der Franzi. Die haben das DSP Ewiges Grün genommen und auch die Stanzformen dazu. Und da hatte ich auch ein passendes Geschenk in den gleichen Farben dabei und habe mich da auch wahnsinnig drüber gefreut. Und ja, machen auch immer tolle Sachen, haben leider keinen Blog. Sonst hätte ich euch die auch genannt. Aber ja, wirklich toll. Ganz lieben Dank. Und grün, ne? Wie gesagt, grün, eine meiner Lieblingsfarben. Da kann man nichts falsch machen. Die nächste Karte kommt von der lieben Gerti. Die Gerti hat mir eine große Geburtstagskarte geschickt und hat mir hier die Schmetterlinge und die schönen Blumen geschickt. Eine Libelle dabei. Garten ist für mich Harmonie und Überraschung. Und ich liebe meinen Garten, habe leider oft zu wenig Zeit, mich wirklich darin zu verweilen. Aber ja, der gibt mir immer wieder Kraft und ich finde es schön zu beobachten, wie alles wächst. Und ja, ganz viele Tiere auch kommen und sich wohlfühlen bei uns im Garten. Und da hat sie das Thema einfach aufgenommen und da habe ich mich auch wirklich sehr drüber gefreut.
Die nächste Karte oder der nächste Gruß kommt auch wieder von einem Timi, von der Susanne Tschentscher. Die Susanne kennt ihr vielleicht auch schon, Sannes Basteltraum. Hat sie auch einen YouTube-Kanal und einen Blog. Und ja, da hat sie so einen Floating Frame hat sie gemacht und alles embossed. Und ja, mit drei Farben im Prinzip gearbeitet. Und das sieht auch wirklich richtig edel aus. Und da habe ich mich auch wirklich sehr drüber gefreut. Vielen Dank. Die nächste Karte finde ich auch toll. Die kommt, jetzt muss ich wieder spicken, genau von der lieben Regina, auch ein Teamie von mir. Und da hat sie auch die Vögelchen verwendet, die auch die Ilona vorhin schon genommen hatte. Und hat das aber hier embossed in klar auf diesem Karton. Und dann einfach nur diesen Text so quer geklebt. Kleines Schleifenband dran und noch nicht mal ein Spruch. Das muss auch gar nicht sein. Ich finde diese Karte auch so wunderschön. Und sie wirkt für sich. Ganz lieben Dank dafür. Genau. Und diese Karte ist auch von einem Teamie. Eigentlich ist es mehr ja, eine Umschlagkarte. Ich mache es mal einfach auf. Da hat mir die liebe Elke einen kleinen Gruß geschickt. Einmal was zum Entspannen und einmal was zum Verwöhnen oder wie auch immer. Es geht auch beides. Und hat da ja so eine kleine Tasche eben gebastelt. Sprüche rein und auch in so einem sommerlichen Look. Und das hat auch richtig Laune gemacht, wo ich es ausgepackt habe. Und das werde ich mir auch ja, schmecken lassen und mich verwöhnen lassen. Ganz bestimmt kommt die Gelegenheit, wo ich das machen kann. Und da habe ich mich auch wirklich sehr drüber gefreut. Genau. Jetzt macht einfach Laune auf Sommer, ne? Diese Farben und diese Motive. Genau. Und die letzte Karte, die ich euch zeigen möchte, das war keine Geburtstagskarte, aber die hat mich auch in dieser Zeit erreicht, auch von einer lieben Kundin. Und ja, waren leider nicht so schöne Nachrichten drin gestanden, aber ich fand diese Karte so schön und ich habe gedacht, ich packe sie jetzt einfach dazu und schicke der lieben Karin auf dieser Weise ganz liebe Grüße und ja, bin in Gedanken bei dir. Und ja, und sie hat mir ein Lächeln geschickt, auch mit dieser selbstgestalteten und wirklich schönen Karte. Ne? Da hat sie dann einfach verschiedene Stempelmotive in verschiedenen Farben abgestempelt und mehr braucht es nicht. Auch ruckzuck eine wirklich schöne Karte fertig. Und das ist auch mal eine schnelle Idee, so für zwischendurch. Genau. Ja, meine Lieben, das waren meine Geburtstagskarten. Natürlich haben mich auch ganz viele Grüße per Mail und per WhatsApp erreicht. Und allen nochmal ganz lieben Dank. Ich habe mich riesig drüber gefreut über jede einzelne Karte, weil die waren ja alle nur für mich gemacht. Und wenn ich mir überlege, dass dann eben jemand da sitzt und ja an mich denkt und mir diese Karte eben bastelt und die für mich gestaltet, dann rührt mich das sehr und da freue ich mich auch drüber. Und das muss auch wirklich nicht immer so total was Besonderes sein. Natürlich, diese Effektkarten sind auch immer wunderschön, aber auch einfache Karten sind genauso schön. Und ja, es gibt Anfänger und Fortgeschrittene und ihr wisst ja, das Repertoire ist riesig. Und egal, von wem diese Karte kommt, sie war für mich und sie war nur für mich gemacht. Und ja, da habe ich mich wirklich wahnsinnig drüber gefreut. Genau. Soweit von mir heute. Das nächste Bastelvideo ist schon in Vorbereitung. Das kommt also die nächsten Tage und startet. Und ansonsten möchte ich euch nur nochmal an die Kataloge erinnern, die ihr ja bestellen könnt. Der Jahreskatalog läuft ja schon und der Mini-Katalog, der startet jetzt am 4.8. Genau. Also, wir sehen uns dann im nächsten Bastelvideo. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren und ihr habt ein paar Vorschläge gesehen, die ihr vielleicht auch einfach mal nachbasteln wollt. Würde mich freuen. Ansonsten, wie gesagt, im nächsten Bastelvideo dann wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.